herzlich willkommen zurück in Hogwarts. Hogwarts Legacy. Ja, das ist er, der Zauberlehrling Tom Snoo. Und wir sind gerade dabei, das zweite Duell im Club der gekreuzten Stäbe zu bestehen. Und ja, das wollen wir doch direkt mal anfangen. Wir haben ja gerade einen wilden Kampf direkt hinter uns gehabt. Und ja, eine der Aufgaben, die wir noch zu erfüllen haben, um einen neuen Spruch zu lernen, ist, dass wir uns ja in der Verteidigung ein bisschen besser aufstellen und noch ein bisschen üben. Ja, beim letzten Mal habe ich zum Beispiel gar nicht diesen Fokus gewählt. Also mit dem Gamepad und rechten Stick. Ja, das will ich doch dieses Mal auf jeden Fall probieren. Steht die nächste Duellrunde schon fest? Hallo, Lucan. Steht die nächste Duellrunde schon fest? Aber natürlich. Das wird ein äußerst spannendes Duell. Und? Nächste Runde? Also ich bin bereit für eine weitere Runde. Kann's kaum erwarten. Los geht's. Großartig. Trittst du mit deinem Partner an? Warum, Name? Nun, nimm doch mal eine Zeit. Ja, Nati. Dann kann's ja losgehen. Bereit für dein Ende? Schön, dass die hier gemischt kämpfen. Ach, jetzt kämpfen wir gegen drei. Adeptenrunde. Durchbrich violette Schilde mit Kraftzaubern, wie dem Aufrufzauber Accio. Ziel anvisieren. Erlaubt es dir, Gegner ohne Zielen zu verfolgen, nutze er, um dein Ziel während des Anvisierens zu wechseln. Ja, das machen wir doch mal. Das war's mit meiner Welt. Protego! Stufe! Lumos! Stufe! Akio! Für ein Duell. Ja, wir haben relativ viel diesmal an Lebenspunkten Bravo. Verloren. Ich habe nur mein Bestes gegeben. Das hast du wirklich. Du warst den anderen Duellanten zwar schon aufgefallen, aber nach der letzten Runde haben sie es jetzt wirklich auf dich abgesehen. Du solltest lieber üben, wenn du die nächste Runde gewinnen oder wenigstens überleben willst. Ich sag Bescheid, wenn wir bereit sind. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Sehr gut. Also wieder eine. In der nächsten Runde geht's um alle Koboldsteine. Zwischenaufgabe erfüllt. Ah, 180 EP dazugekommen. Und Zauberkombination mit Lucan Bradley durchführen. Ja, dann kommt jetzt direkt das nächste. Hallo Lucan. Kann ich mit der Puppe üben? Natürlich. Ich hole sie und gebe dir eine Liste mit Kombinationen zum Üben. Bist du bereit, es zu probieren? Aber sowas von. Das wäre wundervoll. Wirke all deine Zauber, bevor die Puppe landet. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Das war interessant. Ach hier. Gib nicht auf. Achso, das ist jetzt hier so eine Kombinationsgeschichte. Ach hier. Das kommt jetzt. Dann beim nächsten Mal. Achso, das ist der normale. Ah, ja, da siehst du. Sehr schön.
Minion. Ausgezeichnet. Minion. Ah, verdammt. Okay. Das ist jetzt die Kombination aus beidem. Minion. Ah. Okay, das funktioniert noch nicht so, wie ich das möchte. Sehr gut gemacht. Genug geübt, würde ich sagen. Du hast dich gut geschlagen. Also, das ist die Kombination. Schweben lassen, heranziehen und zwischendurch nochmal ein bisschen schießen. Jetzt bist du ein furchterregender Gegner. Aufgabe erledigt. Ja, sehr erfreulich. Diese Aufgabe haben wir erledigt. Das sind die Zauber, die wir derzeit haben. Achso, und hier können wir dann auch nochmal einstellen, wie wir das Ganze denn auf welche Tasten legen wollen würden. Zumindest verstehe ich das so ein bisschen so. Beschwört eine Vielzahl von Objekten und Gegnern herbei bestimmte magische und den Einsatz. Bis man in der Nähe ist, wirst du automatisch Wingardium Leviosa. Ja. So, dann gucken wir nochmal hier. Das ist Levioso. Lässt Objekte und Gegner schweben. Nützt sich sowohl lösen Raum. Ja, okay. Und das hier war der einmal Licht machen, genau. Und das hier unten ist reparieren, Reparo. Ja, bin ich gespannt, wann wir denn die nächsten Zauber lernen. Sollte aber gleich soweit sein. Geheimnisse verbotenen Abteilung. Ja, erstmal Professor Hackett's Aufgabe. So. So, dann folgen wir mal wieder dem unsichtbaren Pfad. Die 132 Meter. Da ist ja nochmal der Eulenturm. Und wie gesagt, parallel immer danach gucken, zumindest mache ich das jetzt so, ob hier irgendwo was erscheint. Irgendwo was blitzt oder leuchtet, wo noch eine weitere dieser Seiten sein könnte, die wir lernen können, beziehungsweise sammeln können, um daraus Dinge zu lernen. Ist ja genug versteckt in diesem Schloss hier. Ja, und die Wege sind weit, deswegen wir könnten natürlich auch mit diesem Flohsamenpulver uns von A nach B bewegen, was wahrscheinlich schneller gehen würde, als dass wir hier rumlaufen. Aber ich möchte natürlich auch so ein bisschen hier Hogwarts-Feeling aufkommen lassen und Hogwarts auch erkunden, ne? Ich hoffe, Mr. Brattleby konnte Sie unterbringen und dass Sie erfolgreich sind. Ich habe Ihre Aufgaben alle erledigt, Professor Hackett. Schön. Dann sollten Sie nun bereit sein, Incendio zu lernen. Incendio? Sollte, Professor? Ja. Leider habe ich genug unvorsichtige Kollegen im St. Mungo-Hospital besucht, um zu wissen, dass Feuer ein launischer Diener ist. Ihre Zauberkunst hat mich bisher beeindruckt. Aber konzentrieren Sie sich bitte. Es wäre mir lieb, die Lektion ohne brennende Roben zu beenden. Das wäre mir auch ganz lieb. Denken Sie daran, die Zauberstabbewegungen sind entscheidend. So, jetzt bin ich gespannt, welche Kombination uns Zauberstab ruhig jetzt ereignen wird. Also A, X, A, A. Ja, haben wir geschafft. Incendio. Geheimnis der verbotenen Abteilung. Das ist der neue Auftrag. Gut gemacht. So, damit du im Dunkeln sehen oder Rätsel lösen für dieses zusätzliche Licht benötigt wird. Achso, damit kannst du im... Ja, Gott, ich kann schon wieder nicht mehr richtig lesen heute. So, damit kannst du im Dunkeln sehen oder Rätsel lösen, für die zusätzliches Licht benötigt wird. Das ist der hier. Ja, und den hier brauchen wir jetzt. Incendio.
Dieser Zauber hat eine geringe Reichweite, darum musst du dich nah am Ziel befinden. Er verursacht erheblichen Schaden und zündet bestimmte Objekte an. Gegner, die mit Feuerangriffen getroffen werden, erleiden für einige Sekunden weiteren Schaden. In dieser Zeit führt Zusammenstöße zu Brandausbrüchen. Das hört sich doch gut an. So, wie kriegen wir das jetzt darüber? Das steht unten rechts. Also, um einen Zauber oder Gegenstand zu benutzen, musst du ihn zuerst zu deinem Zauber Set hinzufügen. Füge jetzt Incendio hinzu. Bewege den Zeiger über Incendio, halte RT gedrückt und tippe auf die entsprechende Stelle, an der du sie platzieren möchtest. Ja, dann nehmen wir doch mal den Reparo weg. So, Stufe 7 sind wir schon. Und hier können wir jetzt mal was abholen. Also, Belohnung einsammeln. Das ist dann der neue Part. So, Belohnung für Erscheinungsbild der Ausrüstung. Schal des Klassenbesten. Gott, sowas gibt's. So, schließe Hauptaufträge ab. Das haben wir noch nicht. Schließe Nebenaufträge ab. Ja, so. Belesene Halbrandbrille. Und das hier ist das neue. 6 Nebenaufträge. So, finde Fix Buch. So, mal gucken. Halsbekleidung. Beiger Schal aus Naturwolle. Ja, okay. Wo ist denn jetzt der Schal des Klassenbesten? Ja, der bringt uns auch nichts. Ist ja auch nicht kalt, brauchen wir jetzt auch nicht. Gesichtsbekleidung. Ah ja, die war so komisch, nee. Auch wenn die uns mehr Verteidigungspunkte gibt. Nee, die Brille setze ich nicht auf. Da bin ich ja eitel. So, Sammlung, was haben wir da? Hier leuchtet's. Ah ja, du erhältst die, wenn du alle Aufgaben erledigst. Aber eigentlich müssten wir den noch jetzt erhalten haben, oder nicht? Ja, irgendwie nicht. Hm. Oder wir kriegen ihn später. Ja, an der Stelle, falls es euch gefallen sollte, denkt dran, Daumen immer schön nach oben lassen, wenn ihr den möchtet. Natürlich gerne auch ein Abo, falls ihr keins haben solltet. So, kehre zu Professor Fick zurück. Das machen wir. Gucken, wo wir den wieder finden. Ja, noch würde ich den Weg nicht finden, auch wenn wir jetzt schon ein paar Mal gelaufen sind. Ach doch, jetzt hier vorne rechts und dann, ja, okay. Also die Klassenräume sind nicht ganz so weit voneinander entfernt. Vielleicht täusche ich mich auch. So, hier warten wir oft, Professor Fick. Ah, da sind Sie ja. Hallo, Sir. Es wird Sie bestimmt freuen, dass ich mit Professor Hackett meine Verteidigungszauber geübt habe. Ja, sie sagte, dass Sie Ihren neuen Zauberstab sehr gut im Griff haben. Sie müssen weiter mit ihr und den anderen Professoren an Ihren Fähigkeiten arbeiten. Dennoch möchte ich unseren Besuch in der Bibliothek nicht weiter verschieben. Nun, fahren wir fort? Fick! Es gibt Arbeit. Los! Professor Black, ich habe Sprechstunde. Das muss warten auf unbestimmte Zeit, genau wie Ihr Schüler. Ich hätte gedacht, dass Sie nach all dem Ärger wegen Osric gerne Wiedergutmachung leisten wollen. Mein Büro! 5 Minuten! Ich spüre da leichte Spannung. Der Mann ist ein Ärgernis. Leider muss unser Ausflug in die verbotene Abteilung noch ein bisschen warten. Aber Professor,
Wir haben keine Wahl. Es wäre unklug, unseren illustren Schulleiter weiter zu provozieren. Ich suche sie auf, wenn ich das hinter mir habe, was ich ertragen muss. Sprich mit Sebastian. Na klar. Und wieder zurück. Also hier machen wir auch ein paar Kilometer in dem Schloss. Aber deswegen sind die auch alle so schlank. Ne? Ich habe hier noch keinen Dicken gesehen. Sebastian hat doch die verbotene Abteilung erwähnt. Vielleicht hat er ja eine Idee. Also, Sebastian. Sebastian, da bist du. Ich hatte gehofft, dich zu sehen. Nach dem Trollangriff sah ich in den drei Besen die Konfrontation mit Rookwood und Harlow. Victor Rookwood interessiert sich nicht für viele Schüler. Was hat es damit auf sich? Ich habe ihn nie getroffen. Vielleicht verwechselt er mich mit jemandem. Wenn du meinst, ich will dir nicht auf den Pelz rücken. Aber irgendwann musst du mir sagen, was los ist. Nein, du könntest muss ich mich nicht. Brauchen. Und warum hast du mich gesucht? Ich muss etwas für Professor Fig finden. Aber es ist in der verbotenen Abteilung. Kann er es nicht selbst holen? Er wurde im letzten Moment von Black wegbeordert. Ich könnte warten, bis ich wieder von ihm höre, aber... Du willst Initiative zeigen. Genau. Du sagtest, man müsse nur schlau genug sein, um in der verbotenen Abteilung nicht erwischt zu werden. Hm. Das bin ich auch. Triff mich heute Abend vor der Bibliothek und sag's niemandem. Was ist, wenn man uns in der verbotenen Abteilung erwischt? Wir müssten nachsitzen. Lass dir vor allem eins gesagt sein. Meide Peeves, den Poltergeist, unter allen Umständen. Neben der mutwilligen Zerstörung von Schuleigentum ist ihm nichts lieber, als Schüler wie uns zu verpetzen. Muss ich mir Sorgen wegen der Bibliothekarin machen? Madame Scribner toleriert keine Heimlichkeiten inmitten ihrer wertvollen Bücher. Also solltest du zusehen, dass du ihr aus dem Weg gehst. Sie und ich haben unsere eigene Geschichte, aber ich kann mich gegen sie behaupten. Du vielleicht nicht. Ja, dann bis heute Abend. Danke, Sebastian. Bis später dann. So, triff dich abends in der Haupthalle mit Sebastian. Oder auch Sebastian. Da drüben. Das ist die Tür, zu der wir müssen. Und diese lästigen Vertrauensschüler würden uns nur zu gerne bei Scribner verpetzen. Sie dürfen uns also nicht sehen. Verstanden? Das kriegen wir hin. Na los. Einen Moment. Es gibt da einen Zauberspruch, den du kennen solltest. Den Desillusionierungszauber. Gut, um an verbotene Orte zu kommen. Das ist gut, noch ein Sprich Zauberspruch. Ihn, und du wirst als kaum mehr als ein Lichtspiel erscheinen. Jedenfalls, solange du auf Abstand bleibst und still bist. Du meinst, ich kann mich echt unsichtbar machen? So in etwa. Ist nicht so narrensicher wie ein Tarnumhang, aber die sind teuer und Zaubersprüche, die sind gratis. Probier ihn doch mal. Oh Mann, also XAXA. Es wird komplizierter. Ah, geschafft. Also es ist Gott sei Dank alles machbar. So, nutze Desillusionierung, um verbotene Bereiche nicht entdeckt zu werden. Okay. Jetzt muss ich erst noch mal ganz kurz... Da, so war das genau. Wo haben wir den? Da. Wo packen wir ihn hin? Wieder auf X? Ja, von mir aus. Ich werde leiser sein als ein Jobbernoll. Schleich in die Bibliothek. Wo müssen wir denn hin? Guck mal da, wie so ein Capo. Nahe Gegner spüren.
Fragezeichen und untersuchen verdächtige Verhalten. Okay, wenn du von Autoritätsperson gefangen wirst, hast du in diesem Auftrag versagt. Was die nicht alles machen? Ja, jetzt könnten wir natürlich auf die andere Seite gehen oder wir warten, bis sie wieder weg ist. Oh oh. Ist das ein Sie? Keine Ahnung. Na gut, dann gehen wir auf die andere Seite. Und gehen halt so rum. Und ich wette mit dir, wenn ich jetzt von der anderen Seite komme, dann kommt sie wahrscheinlich genau oder eher auf diese Seite. Wie lange hält denn dieser Zauber? Ist nicht dein Ernst. Jetzt kommt die hier rüber. Ich werd verrückt. So, und da vorne sollen wir hin. Die Frage ist ja, haben wir so eine Art von Ablenkungszauber hier? Also so richtig abgelenkt hat das jetzt keinen. Wobei er ja in die andere Richtung guckt, ne? Das heißt, wir könnten jetzt gleich mal schauen, ob wir uns da irgendwie ranschleichen können. Sehr unauffällig, wenn direkt neben mir eine Tür aufgeht. Mist, die Bibliothekarin ist noch da. Schnell hinters Regal. Mist. Sollte die Bibliothekarin nicht längst weg sein? Ich sagte normalerweise, aber das macht nichts. Siehst du ihren Tisch hinter mir? Mhm. Der Schlüssel ist in der Schublade des Schreibtischs. Also, folgender Plan. Ich locke sie mit einer Ablenkung weg. Du schnappst dir den Schlüssel. Ich treffe dich dann vor der verbotenen Abteilung. Wofür brauchen wir den Schlüssel? Gibt es dafür keinen Zauberspruch? Alohomora? So kam ich sonst rein. Aber die Bibliothekarin hat es mitbekommen. Sie hat das Schloss mit einem Anti-Alohomora-Zauber belegt. Also geht nur der Schlüssel. Aber keine Sorge. Ich sagte ja, ich bring dich rein. Und ich halte mein Wort. Hm. Vertrau mir. Mal gucken, ob er sich dafür opfert. Ist da jemand? Sind Sie das, Peeves? Schlüssel, hier ist er. So, erst mal wieder zurück. Was haben Sie jetzt vor? Gott im Himmel. Überall wird man hier angesprochen von irgendwem. Das war doch gar nicht so schwer. Jetzt muss ich das Buch finden.
Das ist die verbotene Bibliothek. Mhm. Ach, das ist verzaubert und sieht nur nützlich aus. Hat mich zweimal getäuscht. Beurteile ein Buch nie nach seinem Einband. Mhm. Finde das Buch. Ja, dann gehen wir doch mal nach unten gucken. Nutze den Basiszauber, während du dich versteckst, um Autoritätspersonen und Gegner dorthin zu locken, wo du sie haben möchtest. Der Zielmodus LT verleiht das präzise Anvisieren und enthüllt zusätzliche Ziele für deinen Zauber. Geist, sei vorsichtig. Okay, das haben wir schon mal geschafft. Oh oh. Noch ein Geist. Ah. Sie hat uns gesehen. Und da vorne steht noch eine. Ist natürlich auch ein Ding, dass hier so Wächtergeister existieren. Die Luft ist jetzt rein. Wir müssen nicht mehr herumschleichen. Oh, da ist das. Guck mal, hier ist eiskalte Händchen. Wir müssen nicht... Also, wonach suchst du eigentlich? Ich suche ein Heilmittel für meine Zwillingsschwester Anne, damit sie zurück nach Hogwarts kann. Weil bei Merlin alle anderen aufgegeben haben. Warum glaubst du, dass du in der verbotenen Abteilung ein Heilmittel findest? Gibt es im Krankenflügel nichts, das Anne helfen kann? Nein, wir haben alles probiert, von Schwester Blaney bis zum St. Mungo. So, wo war denn dieser... Der normale Schaden. Kann alleine suchen. Mach dir keine Gedanken. Handbuchseiten. Das, was du suchst. Und das wäre was, genau? Das finde ich noch heraus. Gib dich nicht so geheimnisvoll. Ja, spannend, spannend, spannend. Und überall diese eisernen Jungfrauen, die hier rumstehen. Tja, also, werden wir das Buch finden? Es ist eine gute Frage. Auf jeden Fall bin ich schon wieder mega angespannt, dass ich hier so lang schleichen muss. Wobei er auch gerade sagte, wir müssen ja gar nicht mehr schleichen. Truhen sind auf jeden Fall noch da und irgendwo wird dieses Buch hier sein. Aber das sehen wir erst in der nächsten Folge, denn, ja, was soll ich sagen, 30 Minuten sind rum. Wenn euch das hier gefällt, denkt an den Daumen nach oben. Natürlich gerne eure Kommentare, gerne ein Abo, falls ihr keins haben solltet. Ja, und gerne auf den Discord-Server kommen. Folgt mir auf Twitch, Instagram und Twitter. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, wenn ihr wollt. Bis dahin, hier in Hogwarts Legacy oder bei einem anderen Spiel. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao und bye, bye.